Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Hardcore Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir ganz einfach Rocco besiegt. Crouchen hatte den Kampf seines Lebens und wir kämpfen jetzt gegen dieses Trainer Asdu. So nenne ich es einfach mal. Pum! Okay, du forderst uns heraus. Du hast ganz schön Schneid für so einen jungen Hüpfer. Oh, du stellst dich uns in den Kampf zum Kampf mit großem Vergnügen und ja, irgendwie sowas. Ass-Trainer vom Feinsten. Ja. Oh, sie heißt einfach nur du. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber ich glaube, es ist nicht gut. Scheiße. Okay, wir müssen. Ja, der Twitter-Tar ist wieder im Weg. Ich renne einfach ganz viel, da hat man den Twitter-Tar einfach nicht. Lalalala. Wir müssen auf jeden Fall ganz schnell irgendwie das Electek wegkriegen. Das macht mir Angst. Das Dicktree ist so ein bisschen so, ja, okay. Aber das Electek, das könnte mir wirklich gefährlich werden. Ich weiß nicht, was es verattacken kann, aber ich habe jetzt überhaupt nicht bedacht, dass ich so eine krasse Elektroschwäche habe. Oh. Oh. Schon nicht. Ah, oh, gut. Piccolo fliegen auf Electek! Yeah! Und das war's. Oh, gut. Oh, nee, oder? Ach, egal. Ich hab mich schon so ein bisschen befürchtet, dass es passieren könnte wegen Statik, aber. Meine Güte, ich glaube, sie haben insgesamt nur zwei Pokémon. Oh, ist das denn ernst? Oh, das ist ja nervig. Dann setzt du so lange mal Fliegen ein und du machst, was bist du, schon guten Eindruck. Hättest du eigentlich auch Hydro-Pumpe einsetzen können, ist total Sinn. Ach, egal, jetzt. Ach, wow, such Damage. Ach, Gottchen. Okay. Und jetzt eine Hydro-Pumpe. Die wirst du auf keinen Fall überleben, außer natürlich schon was Schaufler. Ach, oh Gott, wie das nervt. Alter, bist du nervig. Ja, Schaufler. Nein, arme Jeanette. Volltreffer, tot. Das wär's jetzt noch. Gosh. Komm. Nimm's wie ein Mann, der kämpfen kann. So, ja, genau, genau. Alles klar, sehr schön. Dann haben wir das dann auch geschafft. Ich glaube, ich renne nochmal ins Pokécenter kurz. Das ist, glaube ich, das Beste. Ah, es war tatsächlich kein Bluff. Du hattest noch viel mehr drauf. Ja, Zeit umgelaufen, meine Süßen. So, schnell ins Pokécenter nochmal. Die ist, glaube ich, jetzt gerade die BSR. Ups. Hier. Geht da ganz schnell. Wir sind da ganz in der Nähe. Schöne, spannende Kämpfe und so, ne? Ja. Oh Gott, ey, manchmal. Also, ich schaff's immer wieder, mich in zwielichtige, zwickrige Situationen zu bringen. Ich weiß auch nicht. Ist auch gerade das mit Crouchen wieder. Weißt du, man denkt, man hat so irgendwann mal den Dreh raus und ist voll cool und so. Und dann. Komm bald wieder! Okay, ciao. Oh, schon wieder Twitter-Twitter-Tar. Wieso fahren jetzt so viele Krankenwagen durch die Gegend? Wir haben Samstagabend. Was machen die Leute bitte? Soll ich gegenseitig abschlachten? Oh, so, okay. Da oben ist doch noch einer. Du! Ja, ganz genau du! Was ist mit dir? Ach, dann nimmst du noch einer. Ach Gott, sind das viele hier. Das sind eine richtige Seuche. Ich weiß nicht, was soll ich tun? Tun sollte ich gar nichts. So einfach gar nichts. Der Johannes mit seinem Ibitag. Mensch. Wer ist wohl besser? Ibitag oder Turbus? Fliegen! Boah. Ach, das arme kleine Ibitag, es hat keine Chance. Oh, oh, Agilität. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ja, irgendwie gerade doof. Nein, doch nicht. Ist alles cool, alles cool. Schön, Pax Pick jetzt auch noch. Was hat er noch so? Ah, ein Radikal. Ich sage, wieder Julian anruft und sagt, wie geil sein Radfratz jetzt ist. Was denke ich, was ist Julian geworden? Da war bestimmt immer noch aufs Rematch. Und ich ignoriere ihn einfach. Ich bin ganz schön furchtbar. Naja. Aha, Gewissheit. Jetzt geht's los hier, oder was?
Piccolo trainiert ganz krass und er hat dabei richtig Spaß. Ich überlege, eigentlich könnte ich ja auch ja, mit Geisha oder so immer hier ein bisschen leveln, aber ich habe gerade so eine negative Erfahrung mit Crouchen gemacht. Mit diesem blöden Golbart. So ein bisschen Angst habe ich ja schon. Ja, solange ich halt immer noch ab und an mal so den EP-Teller wechsle, ist es, denke ich mal, noch okay, oder? Naja, mal gucken. Ich habe mir Radikal. Das ist so ein langweiliges und blödes Pokémon. Wenn ich schon denke, wie viele Radfahrts ich in dieser Nasslok schon gefangen hätte fast. Oder halt eben hätte fangen sollen, laut erstes Pokémon im hohen Gras und so. Und das ist irgendwie total ungeil. Nervt ziemlich. Naja. Hat er eigentlich schon ein zweites Pokémon? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Ich war jetzt wieder so geblendet von dem wundervollen Radikal. Oh, ein Parasect. Jetzt wird's krass. Maxen wir mal lieber auf irgendwas, was das Parasect nicht berühren wird, wie zum Beispiel ein Sunset. Nein, das muss auch noch so geflüstert werden. Schimmer. Okay, schau. So, Flammenrad. Und Parasect geht down. Na komm. Ja. Fein. Wieso muss das Parasect? Das tut mir schon fast leid. Boah, die XP sind aber jetzt nicht so pralle. Und, wow, wie viel hat denn der? Okay, noch eins. Die haben ganz schön gute und vor allen Dingen starke Pokémon für so kleine Venstor. Das ist schon ein bisschen beängstigend. Wie ist jetzt nicht, was ich von halten soll? Magensäfte, wenn ich das schon höre. Ich weiß nicht, was das war, aber was war mit Fähigkeit erdrückt, unterdrückt? Ich konnte es gerade gar nicht so schnell lesen. Egal. Ah, Bock wurde besiegt und das ist die Hauptsache aller Hauptsachen, die Hauptsachen sind. Und, was? Hinterkopf, weh, was? Ach, Edmund, weiter nicht so rum. Okay, hier geht's weiter. Oh, da ist ein Feuerspuck-Air. Glaube ich jedenfalls. Da können wir mal Charvenette an die Spitze rufen. Und ich glaube, jetzt auch wieder ein neues Gebietchen, ne? Da kann ich auch wieder ein Pokémon fangen. Very interesting. Ah, das Wetter ist so schön wie immer. Jetzt müsste es hier voll regnen. Es kann hier, glaube ich, auch regnen ab und an. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt hier an dem Ort ab und an mal regnet, aber ich höre einfach mit Regen. Sehr gut. Gute Wahl mit Charnette meinerseits. Muss ich mir mal selber auf die Schultern klopfen. So. Ja. Meine Haare kratzen irgendwie ganz unangenehm. Ah, ich habe gerade mein Headset vom Kopf geworfen. Ach, ich bin zu blöd. So. ja. Kamerupt, wow. Jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ab. Schau mal ganz kurz. Was geht hier ab? Ach hier, Pokémon, die hier sind. Boah, hier gibt's nicht so geile Pokémon. Menno. Radfratz, Habitagretter, Pummeluff. Das ist irgendwie alles nicht so geil. Ich weiß nicht. Okay, ja, es sind auch so die Anfangs-Pokémon theoretisch bei Kanto, aber. Ich weiß nicht. Das könnte cooler sein. Naja. Ist auch noch nachts. So, nachts. Nachts ist wahrscheinlich der Radfratz ja auch noch höher. Bei 60%. Müsst ihr euch mal geben. Habe ich mich gerade noch so schön über Radfahrts aufgeregt, wie oft die immer vorkommen und wie nervig und scheiße das ist. Ah ja, okay. Geisha reicht Level 43, sehr gut. Und Knochen hat's. Eine Attacke vergessen. Knochen hat's relativ gut, hä? Ja, geht so, ne? Machen wir mal nicht. Nee, komm, lass mal. Nicht erlernen. Ach, doch Fritz, der in der Badewanne sitzt und einen Witz erzählt oder irgendwie so. So. Was machen wir mal mit dem? Naja, Plabisch, glaube ich, war schon nett, oder? Ja, Piccolo ist mir da ein bisschen zu riskant. Da könnte zwar auch Kampf-Pokémon haben, aber passt mal lieber ein bisschen auf. Wenn mein Rucksack in meine Schultern schneidet, ist es Zeit für eine Pause und einen Pokémon-Kampf. Okay. Klaro. Mr. Herr von Vito. Warum auch immer du Vito heißt. Ich finde das nicht in Ordnung von dir, aber okay, na klar, warum nicht? Oh Gott.
irgendwie bin ich gerade total gelangweilt. Also jetzt nicht vom Let's Play, aber irgendwie heute Abend passiert irgendwie kaum was. Es ist Samstagabend, ne? Und auf Twitter schreibt keiner sau was und sonst ist irgendwie gerade auch kaum was los. Im Skype schreibt keiner was. Ich habe das Gefühl, dass alle voll was zu tun haben und ich sitze hier und nehme Pokémon auf. Was jetzt nicht schlimm ist, weil ich nehme gerne Pokémon auf, aber irgendwie habe ich mir Samstagabend ja anders vorgestellt. Ja, so ist das halt. Ja, ich gehe jetzt nicht groß aus. Ich meine jetzt halt eben so Skype oder zusammen mit anderen was spielen oder so. Um Himmels Willen, nicht, dass ich irgendwie ausgeben würde oder so. Wer macht denn sowas? Stärke! Und ja, schauen, ich weiß. Also, unterbunter. Jetzt kommen wir in die Diskussion, dass ab und an ausgehen nicht schlecht ist. Kann sein, aber ich kenne nicht die richtigen Leute dafür. Rizeros, weiter kämpfen. So. Ich wusste, dass es ein One-Hit wird. Oder so. Geisha. Wow. Das gab gute XP. Tja, jetzt lass weiter deinen Rucksack in dein Fleisch schneiden. Oder so. Keine Ahnung. Oh, wer bist du denn? Du siehst ganz schön ernst aus. Sieht aus, als ob du viele Kampf-Pokémon hättest. Dann wechseln wir mal ganz schnell. Piccolo da vorne, damit er auch ein bisschen trainiert. Ich glaube, auch der Mondberg hier ist ziemlich abgespeckt, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wieder. Bei Hardgold und so Silver war. Nicht so schnell. Erst musst du dich noch durch die Gegend wirbeln. Was muss ich dich durch die Gegend wirbeln? Was geht ab mit dir? Wow, okay. Schwarzgurt Markus. Mit deinem Quappo. Wie, war denn sowas? Wie, Quappo? Wer würde denn sowas in seinem Team haben? Oh, yeah. A little poo. Ja, Quapo, mein Süßer. Das war's. Kling, kling, kling. Du. Quapo wurde besiegt. Oh. Ich hab Schwarzkurt Markus besiegt. Ja, war voll spannend. Oh Gott. Und sonst so? Ach, das ist doch ein Schwarzgurt. Oh, das war gemein. Ey, das ist ja mal. Och, Game Freak. Ist jetzt so gemeine Arschlöcher manchmal. Was? Sagen wir immer Peace, wenn man einen anderen Wanderer trifft. Wow, die Wanderer sagen Peace untereinander. Spannend, da geht's kaum. Was hast du so? Magneto. Natürlich, das ist der perfekte Gegner für Piccolo. Ich fass es gerade gar nicht. Gut, dann wechseln wir besser mal. Oh, Sunset. Jetzt schon sagen. Einfach nur Ich glaube, ich werde die Aufnahme bald beenden. Ich werde immer unkreativer. Stalos! Immer eine Art und Weise zu kommentieren. Warte mal, war Stalos jetzt. Ich überlege gerade, war Stalos jetzt nur Stahl oder Stahlgestein? Boah, mal gucken, wir werden es rausfinden. Bestimmt nur Stahl. Ich meine, guckt es euch mal an. Bam. Das ist ja effektiv, aber hat nicht gereicht. Steinpolitor, jetzt werden wir super schnell oder was? Das greift ja bestimmt gleich nochmal an, die Sau. Was? Nein? Ich bin trotzdem noch schneller? Wow. Okay. Und bye bye. Doch Fridjof, ich hab verloren. Nichts mit Peace. Tja, mein Süßer, das war's wohl. Und du auch noch von mir aus. Wenn wir mal dabei sind, nicht so schnell, Früchtchen. Hier spielt die Musik. Alter, ich bin extra wegen dir nochmal umgedreht. Das machst du, das sind alle so unnett. Da fällt mir nicht mal unhöflich ein. Das ist einfach nur unnett. Mit dem Rasen auf, cool. Kleines Schweinchen, das ein bisschen rumrage. Oh, super duper, Ragey Schweinchen, Ragey Schweinchen und so. Und so. Ach Gott. Na, oder so. So. Geisha wird immer stärker.
Gefällt mir. Nee, komm, wir wechseln mal lieber an der Stelle zu. Nein, nicht couchen. Wir bleiben, glaube ich, lieber bei Charnett. Ach Gott, ich würde gar nicht dran denken. Ich muss ja schon Rot besiegen. Da muss ich noch mega krass viel leveln. Und so. Na, guck mal einfach mal. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich glaube da fest dran. Und das war's. Bye, bye. Habe ich ihn jetzt besiegt? Habe ich es geschafft? Nein, er hat noch einmal Schock. Ich weiß es nicht. Nein, wir bleiben drin einfach. Eigentlich auch dumm, dass ich mit Kampf-Pokémon dann mit... Ach, egal. Weil, ja. Piccolo hat ja auch... Ist als zwei Typ normal. Das ist wiederum eine Schwäche gegen Kampf. Da ist es eigentlich ziemlich dumm, dass ich das tue eigentlich immer. Und so, eigentlich. Ach, mal sehen. Nach Lepiccolo, ja. Wir dürften eigentlich auch bald auf einem Pokésender treffen. Mal gucken. Bin gespannt. Hoffentlich sind nicht wieder 10.000 Trainer, die mich nerven. An sich ist es ja wirklich gut, dass ich die alle abfrühstücke, weil es gibt halt ein paar Erfahrungspunkte und hier und da und ihr wisst schon und ab und an verliere ich mal fast eins, aber ha, ja. Ja, aber dennoch könnte gleich mehr sein. Ach, hier ist noch einer. Gucken, ob ich an ihm vorbeikomme. Yeah! Wie krass sneaky ich an ihm vorbei bin. Ja, ich weiß. Ich gehe nicht ins Pokémon-Center und dann kämpfe ich noch gegen ihn. Ich bin doch eine pflichtbewusste Pokémon-Töterin. Keine Ahnung. Danke, deine Pokémon sind topfit. Komm bald wieder. Natürlich. Gerne doch. Ich bringe gerne meine Pokémon ins Krankenhaus. Das Beste, was mir je passiert ist. Danke. So. Chaminette. Ich hab gehört, du machst hier was. Klar, hier. Kommt alle her, das müsst ihr sehen. Ich möchte nichts sehen von dir. Danke, Feuerspucker Toni mit Smogmog, aha. Haben die eigentlich manchmal auch Smogmog oder sowas? Das ist voll nicht, oder vielleicht wegen Rauch, oder? Ich weiß nicht, wie das sinnvoll im Zusammenhang steht. Schön. Tonspucker. Makago. Weiter. Okay, ich überlege gerade. Ich denke mal, wir gucken auf jeden Fall in dieser Folge nochmal ganz kurz in den Mundberg rein. Ich will wissen, wie der hier aufgebaut ist. Ich glaube, wie gesagt, damals, in der normalen Gold, Silber und so, da war der wirklich sehr abgespeckt. Also da war da nicht so wie bei Rot und Blau so groß. Da muss man wirklich mal einen Looky Looky machen. Und zwar jetzt gleich, wenn er Autsch und bla 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 gesagt hat. Genau. Schauen wir mal. Und rein geht's. Oh, Pipi. Hi, Pipi. Was geht? Oh, was? Hä? Hey, wenn das mal nicht Jumi ist, dann bist du auch hier in Kanto. Unter den Trainern hier gibt es auch ein paar richtig harte Brocken. Jemand, der Pokémon trainieren will, ist hier also an der richtigen Adresse. Jumi, dass du sehr stark bist, weiß ich schon gut genug. Und trotzdem lasse ich dich hier nicht ohne einen Kampf gehen. Was? 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 Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay, Leute. Aber ich kämpfe erst in der nächsten Folge gegen Boris. Wenn es wieder heißt, you made it's played. Pokémon Hardcore Nuzlocke Challenge. Bye.